Die Dusche bleibt kalt. Die Lagune hat derzeit mit kaltem Wasser zu kämpfen. Durch eine technische Störung können die Badegäste gerade nicht warm duschen. Bis Mittwoch wird die Lagune den Fehler behoben haben. Das Gute für alle die, die trotzdem schwimmen kommen, das Badewasser, die Lufttemperaturen und die Saunen sind nicht betroffen und haben ihre gewohnten Temperaturen. Außerdem gewährt die Lagune bis zur Fehlerbehebung 30% Ermäßigung auf alle Eintrittspreise. Nur noch 10 Tage. Das Brandenburger Volksbegehren gegen Massentierhaltung läuft noch bis zum 14. Januar. Damit das Begehren ein Erfolg wird, brauchen die Initiatoren 80.000 Unterschriften. Derzeit sieht es nach einem knappen Ergebnis aus. Bis Mitte Dezember hatten schon ca. 72.000 Brandenburger ihre Stimme abgegeben. Wer das Volksbegehren unterstützen will, kann das in den Bürgerämtern tun oder über die Internetseite volksbegehren-massentierhaltung.de seine Briefwahlunterlagen anfordern. Bäume werden weichen. Im Januar wird es im Stadtgebiet einige Baumfällungen geben, unter anderem auf der Grünanlage zwischen der Knappschaft Bahnsee und der Bahnhofsbrücke. Hier entnimmt die Stadt 2 Götterbäume und eine kleine Roteiche. Die beiden Götterbäume haben nicht korrigierbare Mängel im Kronenaufbau, außerdem bedrängen sie die jeweils umstehenden Bäume. Die kleine Roteiche hat ebenfalls einen mangelhaften Kronenaufbau und Schiefwuchs. Die Fällarbeiten beginnen am Mittwoch.